Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Omsi 2. Oh, da kommt die andere Straßenbahn. Meine Damen und Herren, ich habe den AEG mal ein bisschen was verändert. Und wie man sieht, jetzt sind es 3 Fahrzeuge im Gesamten. Ich weiß, der ist nicht richtig da hinten dran, aber das habe ich auch gerade innerhalb von 2 Minuten reingecodet schnell. Aber es funktioniert. Das heißt, wir fahren jetzt mit einem etwas längeren Fahrzeug. Da kriegen wir auch vielleicht ein paar mehr Leute mal rein. Wir standen jetzt gerade am Dampferkai. Warte, suchen wir mal. Okay, das funktioniert auch. Sehr gut. So, das heißt, wir fahren jetzt halt länger. Das Ding ist jetzt noch schwerer zu bremsen als vorher schon. Ich freue mich. Gucken wir einfach mal, was wir hier hinkriegen. So, wenn man jetzt sieht, pass auf, ich gehe jetzt mal hier mit knapp 40 oder über 40 voll in die Eisen. Und ich habe ja noch im Notfall die Handbremse, die ich noch dazu ziehen kann. Aber jetzt kriegen wir zumindest mehr Leute rein. Yay! So, eine halbe... Ich gebe euch noch ein paar Sekunden, ne? Ja, komm, höher. Siehste, dachte ich mir. Kann man schon so anrollen lassen. Dann dauert es aber noch länger. Mann, steig doch ein! Dumme Sau. So, ich hätte hinten einen zweiten Hauptwagen dran setzen sollen. Ah, verdammt. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Egal. So, sehr gut. Ich habe an sowas ja Spaß. Okay. Hangstraße! Warte. Oh, scheiße. Da kommen andere Autos. Okay. Für die ganz hinten auch nochmal. Hangstraße! Hangstraße! Das gefällt dem Wagen aber überhaupt nicht, ey. Oh, stehen bleiben. Hier ist die Hangstraße. Wer hat da gedrückt? Man kann in diesem Ding gar nicht drücken. So. Der zieht aber wacker hier hoch, ey. Meine Fresse. Kann man den eigentlich... Nicht viel. Okay, ich dachte, man könnte ihn mit dem Rückwärtsgang bremsen. Okay. Alter, ist das laut. Okay. Alter, ist das laut. Okay, passt aber. Ah, was ist denn hier? Von da drüben kommen sie schnell rübergerannt. Das ist übrigens immer noch nicht die Hangstraße. Doch schon, aber hier ist nicht unsere Haltestelle. Och, keine Ahnung. So, jetzt sollte es vorbei sein. Mit den Geräuschen. Sehr schön. Gustav-Heinrich-Platz! Warte mal. Ah! Das Ding hat auch den drinnen Lichter. Cool. Ihr seid aber mutig hier mit über die Straße laufen, ey. This is a District Line Train to Friedrichplatz. Ah, wir fahren unten runter durch. Sehr gut. Da war mein Rechner aber gerade gar nicht zufrieden mit. Der ist übrigens auch heute zweimal abgeschmiert, gerade eben beim Rendern. Deswegen kommt das Video heute auch später. Naja, machst du gar nichts. Okay. Jetzt können wir wieder.
Alter, ich muss mir das mal etwas leiser machen hier. Doch. Warte, hier. Ah. Oh. Ah. Oh. Viel besser. Sehr gut. Was haben wir jetzt hier? Du kannst nicht Auto fahren! Ach Gott, die wollen alle nach links rüberziehen. Das mit den LKWs ist übrigens voll cool. Da 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 da. Ein LKW. Dim, dim. Na 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 na. Na na na, Entschuldigung. Na na na, oh, ich werde nicht erkannt. Vielleicht liegt es daran, dass mein Fahrzeug 5 Milliarden Jahre alt ist. Ich weiß es nicht. Es wäre nur cool, wenn sie dann trotzdem umschaltet. Boxen. So. Und hier ist wieder die Sache, warum baut man die Station nicht hier vor? Wenn man die nach hier baut, dann kann man so lange hier an der Ampel warten. Das macht doch viel mehr Sinn. Und da kann sie halt bleiben. Da ist sie ja vor der Ampel. Das verstehe ich immer nicht. Das macht voll keinen Sinn. Oh, jetzt aber. Und dann müssen wir gleich mal über Rot drüber fahren. Hallo. Ach Mann, Alter. Oh Gott, jetzt fahren die. Hätten wir jetzt nicht in der Sekunde fahren können? Das ist doch eine einmal. Achso, da hinten stehen wir dann, ne? Da stehen wir dann auch scheiße. Meine Fresse, ey. Hier kannst du ja stehen, wenn du willst, ey. Sieben, acht, neun, elf, zwölfzehn. Ah! Ah! Sehr gut. Nach 10 Minuten Wartezeit kommen wir dann auch mal weiter. Antonia Heidrichstraße, Gustav Heidrich Ring. Bitte aussteigen, für die, die aussteigen wollen. Aber wie man jetzt sieht, wir bekommen alle Leute rein. Sehr gut. Upsala. Hat man bis jetzt aber noch nicht die Problemchen. Jetzt schaltet er einen hohen Gang. Da, 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 da. In the middle of the screen, a tram. Dadin. In the middle of the screen, a tram. Okay. Das ist ja hier ein Scheiß. Hör doch auf. Hör. Okay, jetzt ist vorbei. Dynamische Kopfbewegung des Fahrers. Habe ich die Bremse jetzt eigentlich gelöst oder angezogen? Steht doch irgendwie nirgendwo. Aus, ein. Also so aus. Oh, ich weiß es gar nicht. Probieren wir jetzt gleich mal aus. Wir brauchen einen Strich zum Fahren. Hm. Was haben wir denn jetzt? 15.10 Uhr? Okay, dann geht das Video gleich von alleine raus. Da kommt City Skylines auch zu spät. Ah, sehr schön. So muss das doch sein. Professionell, meine Damen und Herren. Aber ich habe jetzt ein Spray gegen meinen Husten bekommen. So ein Inhalationszeug. Neben meinen anderen Drogen war auch geil. Der Arzt fragt so, wie sieht das mit Rauchen aus? Gar nichts. Klingt aber nicht danach. Ja, nicht lustig. Und dann habe ich ein Inhalationsspray bekommen. Und jetzt geht das voll auf die Lunge, das Zeug. Das ist, ich weiß nicht, Kortison oder was meint er? Das muss man auf jeden Fall einatmen. Das ist irgendwie voll abartig, aber man muss es halt. Tja, so. Ich würde gerne links abbiegen. Geht doch schnell. Weihnachtsmarkt. Okay. Temperatur im Bus 17 Grad. Da müssen wir mal die Heizung anmachen. Warte mal, ich stell mal gerade auf Echtwetter. Pass auf. Reales Wetter. So.
Lädt er sie jetzt? Keine Ahnung. Okay, das müsste jetzt reales Wetter Berlin sein. Helene-Heinrich-Straße. Alter. So. Ich würde mal gerne irgendwie 5000 PS geben, den Kleinen hier. Jetzt schaltet er hoch. Ah. Da ist er doch. Oh oh. Ja, aber gar keine Federung drunter, Alter. Hat er sich jetzt wieder festgerappelt? Ich glaube schon. Rathaus, Amtsgericht! Langsam Fahrstelle. Achso, wir wollten das dann ausprobieren. Ja, pass auf, ich lasse den einfach mal rollen. So ist aus. Weil so bremst er deutlich schneller. Okay, nach vorne ist aus. Gut. Ist bestimmt voll cool, so auf dem Platz zu stehen. Dann fährt dir so eine alte Straßenbahn entgegen. Okay. Ach, du Scheiße. Rush Hour oder was? Wir haben aber auf jeden Fall noch genug Platz im Fahrzeug. Mehr als genug Platz. Das nenne ich mal einen schnellen Fahrgastwechsel, ohne nervige Türen oder so. Sehr schön. Auch ohne Geräusche, sondern einfach nur wieder losfahren. Schön. Ja, mei, dies gefällt mir. Dies ist super. Ja, mei.